Hallo Leute, willkommen zurück zu Mario Kart Wii Online. Wir starten in den letzten Part, jawohl. Part 60 wird der finale Part von Mario Kart Wii Online sein, denn bald werden die Server abgeschaltet. Am 20. Mai werden bzw. wurden diese Server abgeschaltet, weil dieses Video auf jeden Fall nach der Abschaltung online geht. Aber jetzt fahre ich nochmal die letzten Rennen online. Genieße es nochmal, das Online-Feature der Mario Kart Wii-Ära. Und werde wahrscheinlich auch umso bescheidener Erster. Das heißt, ich werde Siebter. Siebter ist in dem Fall ja der letzte Platz. Das möchte ich nach Möglichkeit natürlich ändern. Vor allem im letzten Part wäre es natürlich ganz toll, wenn ich da noch was reißen könnte. Und in der Tat, ja klasse. Den kriege ich auch noch. Ja, habe ich noch immer in dem vierten. Ach, ist noch. Ich stelle so kurze Runden, ey. Und trotzdem ist es noch immer am Fahren. Ja, ich genieße das hier nochmal. Ein letztes Mal online Mario Kart Wii. Und ja, das Endlos-Projekt geht seinem Ende zu. Wer hätte das gedacht? Und wer hätte noch gedacht, dass ich Erster werde? Wahrscheinlich keiner mehr. Aber so ist es gekommen. Also ein Projekt, was natürlich als Endlos-Projekt gedacht war, was aber jetzt wegen der Online-Abschaltung natürlich nicht mehr möglich ist. Von daher wird dieses ein rundes Ende mit Part 60 nehmen. Und ja, das ist schon mal ein schöner Anfang. In der Tat. Der letzte Part scheint ganz im Sterne der Retro-Strecken zu stehen, vor allem im Super Nintendo-Stil. Habe ich nichts dagegen, diese Strecken sind zwar etwas kürzer als die anderen neueren Strecken, aber ja nicht umso schlechter, je älter sie sind. Das stimmt ja nicht. Von daher bin ich doch angetan. Also ich finde, die Retro-Strecken waren noch immer eine coole Sache von Mario Kart Wii. Insgesamt kann ich mal ein bisschen was zu Mario Kart Wii natürlich auch sagen. Klar, der letzte Part, da gehen wir nochmal kurz auf Mario Kart Wii speziell ein. Und zwar erschien das Ganze am 10. April 2008 in Japan. Und einen Tag später kam es dann auch schon am 11. April nach Europa und wurde dort veröffentlicht. Das, shit, Paublock. Ja, neues Item, dazu kommen wir natürlich auch gleich, diese ganzen Items. Ja, und seitdem gab es das Online-Feature. Und es hat uns wahrscheinlich auch im Let's Play natürlich sehr unterhalten. Was ich damals gemacht habe, als ich Mario Kart Wii das erste Mal hatte, ich bin sofort in den Online-Modus gegangen, ohne irgendwie Grand Prix zu fahren. Ich wollte sofort sehen, was können denn die anderen online bewerkstelligen, wie viel besser sind sie, wie merkt man, dass das wirklich menschliche Spieler sind. Shit, der blaue Panzer, er wurde immer noch zu einer Gefahr. Auch beim und der rote Panzer natürlich auch beim neuesten Mario Kart Wii Ableger eine Gefahr. Wenn man eine Banane hat, allerdings keine wirkliche, dann ist man geschützt. Ich würde gerne noch hier den ersten Platz holen und es sieht so aus, dass ich das auch schaffe. Onkel Mark hinter mir, aber nicht schnell genug. Sehr schön. Nochmal Erster geworden. Ja, die beiden Retro-Strecken, der erstmal direkt mal vorne. Klar, bei einem 12-Spieler-Raum, Mario Kart Wii war das erste Mario Kart, was 12 Spieler unterstützte, ist das natürlich nochmal um einiges hektischer. Ich bin sehr erstaunt, doch durchaus sehr verwundert, dadurch, dass wir jetzt schon die dritte Retro-Strecke natürlich jetzt nochmal das Geistertal fahren, kam in all den 60 Parts nicht vor. Was natürlich vorkam bei hin und wieder im Fehlstart, aber das ist ja auch typisch. Und dann räume ich eben das Feld von hinten auf. Das geht natürlich auch. Mario Kart Wii war ein Spiel von Nintendo für die Wii, die wirklich fast alle Controller der Wii unterstützt haben. Und dazu zählt natürlich die Wii-Mode, das heißt das Lenkrad, was sich natürlich für Mario Kart Wii dann Wii-Wheel nannte. Komm, 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 komm. Jawohl. Und ja, ihr konntet natürlich, genauso wie ich es momentan und immer gemacht habe, das Plastikgerüst fürs Wii-Wheel abnehmen. Oh Gott. Der Onkel Mark hat es mir heimgezahlt.
und dann eben ja einfach nur mit dem V-Mode fahren, indem er sie senkrecht haltet. Dann imitiert sich das. Ach komm, V-Wheel. Ja, die V-Wheel-Steuerung, dazu kommen wir gleich auch noch alles. Also es gab noch den GameCube-Controller, damit konnten wir auch ebenfalls fahren, den Classic-Controller, damit konnte man fahren. Ich möchte noch Dritter werden. Und das werde ich auch. Er hatte Selbstbild. Ein Kopf-am-Kopf-Rennen hier vorm Ziel. Er wollte es natürlich nicht hergeben, aber er hat zu spät reagiert. Er dachte, er wäre in Sicherheit. Falsch gedacht. Damit noch der dritte Platz an mich. Also, Nunchuck mit der Wiimote kombiniert. Das gab natürlich auch noch eine andere Steuerung. Da hielt man die Wiimote auch nicht senkrecht, sondern ja, nicht waagerecht, sondern man hielt sie senkrecht. Genau wie den Nunchuck. Und ja. Also insgesamt mit V-Wheel, V-Mode, Nunchuck, Classic Controller Pro und GameCube Controller 5 Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Insgesamt hatte Mario Kart Wii ein echt gutes Raster an Fahrer. Und insgesamt waren es auch 26 Fahrer, die sich natürlich dann im Mario Kart Wii in drei Gewichtsklassen teilen ließen. Das war ja beim GameCube-Vorgänger nicht so. Da waren, oder? Doch, da war es auch so, aber nicht so ausgeprägt, wie es dann im Mario Kart Wii ausgebaut wurde. Es waren insgesamt 24 Mario-Figuren am Start. Wer könnten die zwei anderen Figuren sein? Eine, beziehungsweise beide seht ihr hier gerade. Ja, der Itemblocks, der nicht mehr als Schutzfunktion dient, auch wieder gesehen. Ja. Mii. Mii war der neue Charakter, den man auch freischalten konnte. Man konnte mit seinem eigenen Mii fahren, das hat natürlich charakterlich eine richtige Vielfalt ermöglicht, klar. Denn mit einem Mii zu fahren, das ihr selbst designen konntet, was natürlich auch in dem im Aussehen sich immer wieder verändern konnte, war schon richtig cool gemacht, diese Idee. Uncle Mark, direkt mal abschießen. Ach, warum visiert dieser rote Panzer jetzt den dritten an? Ich will den Uncle Mark einholen. Das geht nur, wenn ich ihn abschießen kann. Und nicht im Baum, nicht im Maulwurf. Oh, Powerblock. Ich hoffe, ihr habt den gesehen, genauso wie den blauen Panzer, der mal wieder vorbeikam. Ja. Also insgesamt gab es dann das Mii das erste Mal. Eine coole Idee. Ich bin ja im Mario Kart Wii Online-Modus fast immer mit dem Mii gefahren, weil dann automatisch natürlich auch der Name des Miis eingeblendet wird, was ich ziemlich cool fand. Und für den letzten Part dachte ich mir, ich halte nochmal das Outfit B für das Mii frei, was ihr hier seht. Dann trägt das Mii so eine Art Latzhose wie Mario. Auch sehr schön sieht das aus. Und genauso sieht mein Sieg auch schön aus. Ich habe wieder gewonnen. Also das eine war nur in Rot, je nachdem welche Farbe. Und beim Outfit B hatte man dann diese Latzhose an. Und ja, finde ich für den letzten Part doch mal schön als Finale so. Ja, im Wettbewerbsprojekt habe ich immer Daisy genommen später, aber in meinem Online-Projekt habe ich mein Mii beibehalten. Komme ich mal ein bisschen zu den Fahrzeugen zu sprechen. Es gab ja wie gesagt für jede Gewichtsklasse verschiedene Fahrzeuge und da war Mario Kart Wii, genau wie Mario Kart 8 später es wieder aufnehmen sollte, der erste Teil der Reihe, der Bikes eingeführt hat. Ein Fortbewegungsmittel, was ich in den ganzen Parts natürlich immer genutzt habe, weil ich diese Bikes einfach nur liebe und finde es natürlich auch schön, dass sie im Nachfolger wieder am Start sind. Insgesamt gab es an Fahrzeugen 36 Stück, das schloss auch die Karts mit ein. Das heißt, insgesamt waren es 36 Fuhrwerke, Fahrzeuge, mit denen ihr Mario Kart Wii online oder offline unsicher machen konntet. Und es gab da auch verschiedenste Arten. Also die haben sich nicht nur im Design verändert oder unterschieden. Nein, die waren auch bezüglich der Offroad-Fähigkeiten, des Maximalspeeds, der Beschleunigung oder eben auch dem Driftverhalten unterschiedlich. Und gerade das Driftverhalten ist natürlich, wenn man manuell fährt, das A und O. Apropos manuell. Es gab die Möglichkeit, bei Mario Kart Wii eben manuell zu fahren, wie ich das in späteren Parts immer gemacht habe,
oder eben auch den Automatikdrift zu verwenden, der vor allem für Einsteiger natürlich optimal geeignet ist, weil er das Spiel direkt einsteigerfreundlicher macht. Dann können sogar Gäste mitfahren, was natürlich schön ist. In der Tat. Marcat Wii, ein Spiel, was man online sogar zu zweit fahren konnte. Man konnte also einen Gast mitnehmen, genauso wie es in diesem Raum, soweit ich weiß, auch der Fall ist, dass man Gäste mit in Online-Partien reinnehmen konnte und dann gegen diese auch fahren konnte, zu zweit gegen den Rest der Welt antreten konnte. Allgemein noch gab es außerdem die Möglichkeit online ja, kontinental auszuwählen, das heißt, man hat nur gegen die Gegner und Länder, beziehungsweise die Gegner aus den Ländern in der Umgebung gefahren, auf dem Kontinent. Andererseits konnte man auch global fahren, das heißt, gegen den Rest der Welt. Da waren natürlich dann auch häufig asiatische Länder mit Spielern am Start, vor allem Japan natürlich immer mal wieder. Und ja, das war schon eine coole Raumaufteilung. Allgemein Raumaufteilung, wo ich das erwähne, es gab immer mal wieder die Möglichkeit, selbst einen Raum aufzumachen. Aber das gucken wir, wenn wir 12 Spieler haben.